Viele Politiker im Innenausschuss haben Zweifel davon. Isabel Reifenbach, DDR Berlin. Zum Beispiel der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka, der hat gesagt, der Mordbeamt gezeigt, wie weit sich der braune Terror ausgebreitet habe. Das Attentat müsse ein Wendepunkt werden. Und auch Konstantin von Moss von den Grünen hat getwittert, rechtsterroristische Strukturen müssten stärker durchleuchtet werden. Die Behörden mussten Menschen, die sich bedroht fühlen, eine Einschätzung über ihre konkrete Gefährdung liefern. Da hat jetzt Holger Münch, Chef des BKA, gesagt, es gebe keine Verschärfung der Sicherheitslage durch das Geständnis von Stefan E. jetzt. Also er geht nicht davon aus, dass ein großes Netzwerk hinter Stefan E. steckt, aber ob das wirklich so ist, wissen wir das. Ich denke, das muss jetzt untersucht werden. Und auch, welchen Kontakt Stefan E. zum NSU hatte, zum Julius Streeke Dönhardt und bei dem Detektiv in rechten Milieus. Der nordrhein-westfälische Landtag hat einen Untersuchungsausschuss zum massenhaften Kindesmissbrauch in Lüchtern eingesetzt. Der gemeinsame Antrag von CDU, FDP, SPD und Grünen wurde ohne Gegenstimmen angenommen. Für Tina Altenkamp, WDR Landespolitik. Der Untersuchungsausschuss soll Fehler und Versäumnisse der Behörden und auch der Landesregierung klären. Etwa wieso ersten Hinweisen auf möglichen Missbrauch nicht nachgegangen wurde oder warum dem Hauptbeschuldigten überall ein Film so oft nicht angebracht wurde. Auch wieso der Fall nicht schon früher von der Polizei Lippe an die größere Behörde in Bielefeld übergeben wurde, soll geklärt werden. Alle Fraktionen im Landtag sind sich einig, dass Fehler benannt, analysiert und für die Zukunft abgestellt werden müssen. Der Ausschuss soll auch Vorschläge machen, wie künftig ähnliche Fälle verhindert und Kinder besser vom Missbrauch geschützt werden können. Nach einiger Vorbereitungszeit wird der Ausschuss vermutlich nach der Sommerpause mit der Zeugnisvernehmung beginnen. Jetzt weitere Meldungen im Überblick. Der Bundestag befasst sich in wenigen Minuten erstmals mit zwei konkreten Anträgen zur Neuregelung der Organspende. Einer sieht eine doppelte Widerstoßregelung vor und der andere will, dass Bürger mindestens alle 10 Jahre beim Ausweis abholen auf das Thema Organspende angesprochen werden. Beide Vorschläge haben derzeit etwa gleich viele Unterstützer im Bundestag. Der Europäische Gerichtshof hat den Städten strenge Vorgaben für die Messung der Luftqualität gemacht. Messstellen müssen demnach an besonders belasteten Orten aufgestellt werden und es dürfen keine Durchschnittswerte mehr gebildet werden. Bereits eine einmalige Überschreitung des EU-Grenzwerts an einer Station gilt als Rechtsverletzung. In den Niederlanden hat die Polizei 2,5 Tonnen der Droge Crystal Meth gefunden. Der Verkaufswert wird auf mehrere 100 Millionen Euro geschätzt. Den Ermittlern zufolge ist es der bisher größte Fund von Crystal Meth in Europa. WDR aktuell aus der Region. Die Schleusensperrung in Friedrichenburg im Ruhrgebiet führt zu deutlich mehr Lkw-Verkehr in Dortmunder Hafen. Noch mehr als 4 Wochen lang muss die Schleuse saniert werden und das auch für volle Straßen. Peter Lautsch, WDR Dortmund. Mehr Lkw-Verkehr, das bedeutet auch mehr Belastung für die Umwelt. Denn die Lastwagen stoßen mehr Schadstoffe aus als die Kabalschiffe. Hinzu kommen die höheren Kosten für die Betriebe im Hafen. Während der 6-wöchigen Schleusensperrung übernehmen zum Beispiel für die Stoffaufbereitung von Remondis 1.500 Lkw Ladungen, die sonst per Schiff transportiert würden. Für den logistischen Mehraufwand rechnet allein dieser Betrieb mit 400.000 Euro zusätzlichen Kosten. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, vor allem im Nordwesten, ist das nicht mehr so heiß wie gestern. Von westlicher Abkühlung kann aber nicht die Rede sein. Oberhausen meldet eine Spitzentemperatur von 30 Grad, Karst 31 und Zeit 33 Grad. Morgen wird es in Nordrhein-Westfalen noch bis zu 23 Grad warm. Im Raum von Bonn steigen die Werte wieder auf 30 Grad. Das war WDR aktuell. Hier ist WDR 4 mit der A1 Dortmund Richtung Köln. Kreuzburg-Partei Nord, ein Unfall nach 5 Minuten. Zwischen Hagen Nord und Schwerte nach 20 Minuten plus 4 Kilometer Stau. A1 Münster Richtung Bremen zwischen Mengerich und Osnabrück-Hafen 10 Minuten plus 5 Kilometer stockender Verkehr an einer Baustelle. A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Soto West und Vorderes Balkan, Unfall 20 Minuten plus 5 Kilometer Stau. A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Kreuz Köln-Ost und Königsforst, 10 Minuten plus 3 Kilometer stockend. A3 Frankfurt Richtung Köln-Ost und Münster, ein Unfall 10 Minuten plus 3 Kilometer.